So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück, ihr geilen Schnitten. Ich hoffe, euch geht's in der freiwilligen Isolationshaft wunderbar. Mir auch und auch mein Portemonnaie, denn dadurch, dass man nichts mehr machen kann, spart man ja einiges an Geld. Das heißt, dachte ich mir, schmeiß ich doch direkt wieder zum Fenster raus. Heute gibt's wieder ein paar Kisten, ne? Wir haben wieder Masterwork-Chests am Start, die habe ich natürlich am liebsten. Und da würde ich sagen, legen wir auch direkt los. So, Nummer 1 geht auf. Und ich hoffe ja immer noch, dass... Oh, ja. Genau darauf habe ich gehofft. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass Riot ein bisschen an den Prozenten geschraubt hat, jetzt wo alle zu Hause sind. Kann man ja auch mal ein paar geilere Skins raushauen. Ne? Ich meine, dabei denen arbeitet ja auch keiner mehr wahrscheinlich. Die zocken ja auch alle nur den ganzen Tag. So, aber machen wir direkt weiter so. Kann ja eigentlich nicht mehr wirklich besser werden, ne? Vielleicht noch ein zweiter, noch ein dritter. Erstmal ein paar Essenzen. Ja, toll. Kriegt man erstmal das Geile und dann die Scheiße. Muss man mit leben. So. Weil da geht die Luzi hier direkt die nächste Kiste auf. Guten Tag. Winter Wonder Nico und... Oh, ja, ich sag ja, Riot hat da ein bisschen rumgeschraubt. Nico habe ich jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen ausprobiert auf On-Hit. Die ist ja gebufft worden. Hat sich eigentlich ganz stabil angefühlt. Ich wittere da ein weiteres Make ADC Great Again Video. Aber aktuell ist wieder ganz schlimm, sage ich euch. Also, ich spiele Viktor Botlane, ich spiele wieder Soraka. Ich will einfach nur raus aus dieser Hölle, die ADC ist, ne? Also, meine Leidensgenossen, ich fühle euch. Es wird auch wieder besser. Wobei, ich glaube, Riot hat uns aufgegeben, aber... Wir werden uns nicht aufgeben, ja? Wir halten zusammen, Leute. Solidarität für ADCs. Okay? Darauf erstmal noch ein Kistchen, würde ich sagen. Schmeckt eigentlich immer ganz lecker hier, die Sache. Pfarrer, nee, das schmeckt nicht. Ich habe jetzt auch schon gelesen, dass vor ein paar Monaten so ein Pharao-Sarg aufgemacht wurde in Ägypten irgendwo. Und das ist ja irgendwie immer so mit Flüchen verbunden. Und dass das hier mit der aktuellen Krise zusammenhängt. Also der... Skin ist quasi nochmal ein schlechtes Omen dafür. Na toll. So, jetzt aber mal wieder ein bisschen was Buntes, bisschen was Schönes, was Glückliches. Ah, nee. Emotes permanent machen mich natürlich innerlich und äußerlich immer sehr, sehr glücklich. Da freue ich mich auch drüber, muss man wirklich ganz klar sagen. So, Frozen Prince Mundo. Na komm, guck mal. Das ist doch schon viel besser. Aber ich sehe da noch was. Ja, komm, Riot. Jetzt rück raus. Oh mein. Mm. 3 Gemstones. Das schmeckt aber wirklich sehr, sehr lecker. Geht aber noch mehr rein, ne? Geht noch ein bisschen mehr. Also vielleicht machen wir heute auch einfach die 10 voll, ne? Dann können wir uns direkt den nächsten gönnen. Warum auch nicht? So, weiter geht's hier. Big Bad Warwick. Hm. Ja. Ich sehe es auch wieder vermehrt, Warwick, ne? Man muss ja auch sagen, Warwick ist immer noch der Jungler, den man eigentlich spielen sollte, wenn man sich denkt, ich bin kacke. Wie kann ich climben, ohne besser zu werden? Macht's mit Warwick, Jungs. Der ist easy to play. Ist schön dumm, der Champ. Guck mal rein, was haben wir denn hier eigentlich? Was wollen wir uns denn mit den Gemstones gönnen? Ich freue mich hier über Gemstones, aber weiß gar nicht, was ich dafür kaufen würde. Aktuell noch kein Skin, der mich so richtig anmacht. Aber da muss mal wieder ein ADC bald her, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um uns zu entscheiden. Machen jetzt erstmal die nächste Kiste auf. Bada bam, bada boom. Guten Tag. Hm, noch ein Emote. Ja, toll. 2 Emotes reichen jetzt aber wirklich, right? Also heute ist Achterbahn der Gefühle. 3 Gemstones, sehr geil. 2 Emotes. Super. Heißt aber bisher noch nicht so viel Reroll-Material. Also da muss noch ein bisschen was kommen, ne, right? Da müsst ihr jetzt noch mal ein bisschen... Ja. Cosmic Queen Ash kommt leider ein paar Monate zu spät. Ja, letztes Jahr hätte ich mich darüber richtig gefreut. Schön mit Chroma, lecker Schmecker. Aber jetzt, wo es Hainun Ash gibt, ist das hier halt auch nur noch B-Ware, ganz ehrlich. Wobei, Ash habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe ja immer so meine Phasen. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber es gibt immer so Champions, die spamme ich dann halt mal so für 30, 40 Games, läuft richtig geil und dann abrupt höre ich auf, das Ganze zu spielen. Denke mir, nee, das ist ja der schlechteste Champion der Welt, spiele ich nie wieder. Und irgendwie habe ich gerade wieder mit Ash so ein bisschen das Gefühl. Aber ich fühle auf jeden Fall die nächste Kiste. Die fühle ich sowas von. So viel habe ich noch nie in meinem Leben gefühlt. Na gut, okay, das, ja, fühle ich. Hm. Nee, das war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber jetzt hier, komm, nochmal ein Gemstone. Komm, hau nochmal raus, Riot. So, zum letzten nochmal was richtig Schönes. Oh, ja. Das ist jetzt kein Gemstone, aber kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Wir haben ja auch noch 4 Keys zusammengekleistert. Das heißt, normale Chest ist auf jeden Fall auch noch drin. So, guten Tag, Dankeschön dafür. Und zack, jetzt hier, jetzt nochmal. Ah, hau mal gleich in den Schredder rein, ist okay. So, wen haben wir denn hier noch nicht? Wir haben den Ash-Skin noch nicht und sonst haben wir alle. Das sind jetzt 8 Skins. Ist ja bekanntlich nicht durch 3 teilbar 8. Ich weiß, Schule ist gerade nicht, aber lasst euch vom Professor Sola gesagt sein, 3 und 8 haben sich nicht so gerne. Wir rüben jetzt trotzdem erstmal und vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie eine Kiste oder so und ansonsten machen wir dann auch die 9 draus und machen noch eine Kiste auf. Weil 3 Rerolls müssen schon sein, ne? Also es gibt ja auch... Ein Minimum, was man hier mal zeigen muss, ist ja Content, den ihr sehen wollt, ne? Hier, hochqualitatives Opening gibt es ja auch nicht alle Tage. So, Bewitching Jenna. Ah, Jenna hat eigentlich nur gute Skins, muss ich sagen. Ich muss mal kurz meinen Experten ranholen hier. Ja, Bewitching Jenna, guter Skin oder nicht so?
Sehr gut. Wunderschön. Von so einer Skala von 1 bis ich, wie schön? Über mir. Das schneiden wir raus. So, machen wir weiter hier. Zack, zack, zack. Und jetzt aber. Nochmal was. Ich weiß gar nicht, was ich will, aber ich will einfach nur was. Ja, nee, das. Das ist, glaube ich, auch einer der Skins, die sollte es auch einfach nicht mehr geben. Also, ich kaufe mir lieber ein Chroma als diesen Skin. Das haben natürlich keine Kiste bekommen. Wir haben ja. Haben wir noch irgend. Können wir noch irgendwas recyceln? Irgendwo vielleicht noch irgendwie einen Champion-Chart rauskriegen? Ich glaube nicht, ne? Wir kommen nicht drum herum. Wir müssen uns noch einen Key kaufen. So, also ein Key wird sich jetzt hier noch gegönnt. Junge, was ist denn? Also, Riot hat aber auch echt Bock darauf, hier TFT zu monetarisieren. Kann das sein? Das ist ja alles nur TFT hier. Sieht aber schon süß aus, der Kleine hier. Na, schon mal sein. Ist ja ein Süßer. Zack, Key haben wir. Und jetzt bitte kein Champion-Chart oder so. Gib mir einfach einen Skin, damit ich hier rerollen kann, damit das Video zu Ende ist. So, wir holen uns hier das nochmal einen Key. So, wunderbar. Eine Kiste machen wir jetzt noch auf. Da jetzt bitte ein Champion-Chart. Wäre wunderbar. Ja, für den letzten Reroll Riot. Hau einfach nochmal raus. Ja, geht doch. Aber man muss auch nur. Man muss auch mal einreden hier auf den Client. Dann funktioniert das auch. So. Letzter Reroll jetzt hier. Zack, zack, zack. Da ist ein Legendary dabei. Da ist ein Epic-Skin-Chart dabei. Da kommt jetzt bitte gefälligst mal was Geiles raus. Ja, ich bin jetzt eher der Katzenmensch, muss ich sagen. Aber kann ich mitleben. Ist. Ist okay, würde ich sagen, ja. Ah, guck mal, wir können hier die Emotes, die wir schon haben, können wir in permanent, unowned Emote permanent reforgen. So, gucken wir doch mal, was Riot da für uns vorbereitet hat. Feiert ab. Oh Mensch, der ist doch. Also der hätte doch sogar Verwendungszweck, wenn mir Kutscher mal wieder einen kennen klaut. Guck mal, ich wusste doch, dass ich gescampt werde von Riot hier. Guck, das sind alles Emotes, die ich schon habe, die aus den Kisten rausgekommen sind. Ich dachte, ich spinne. Aber wenigstens kann man die sofort in andere Emotes ändern. Aber trotzdem, also da brauchen sie mir das Ding halt auch nicht geben. Unworthy. Und das ist eigentlich auch ein cooles Emote. Also der Typ ist halt, wer ist das? Ist das? Ah, das ist Silas, ne? Ah, wenn das jetzt ein coolerer Champion gewesen wäre, hätte ich gesagt, ist ein gutes Emote. Na gut, dann schmeißen wir jetzt hier noch den Pengu raus. Gucken mal, was da jetzt noch Schönes drin ist. Touch War. Nee, fühle ich gar nicht. Was ist das denn? Also die Emotes sind halt wirklich komplett hitdorm. Es sind ein paar coole dabei, aber auch echt viel purer Müll. Oh, der ist. Ja, so sehe ich aus, wenn ich als ADC mal einen Kill bekomme. Ja, muss man sich auch mal drüber freuen. Machen wir weiter hier. Dann haben wir jetzt hier das auch hinter uns. Emotes, ja, toll. Hm, schön. Yikes. Ist auch okay. Ich weiß nicht, ich habe nicht so eine emotionale Bindung zu den Emotes, muss ich sagen. Also, ich freue mich jetzt hier über keinen so wirklich. Also, da ist jetzt nichts bei, wo ich sage, das will ich unbedingt haben. Ich finde, da kann man mehr rausholen, weil da könnte ruhig mal ein bisschen anstrengen. Nicht immer den Praktikanten designen lassen. Ja, Little Camper ist natürlich. Das ist klassisch, ne? Wenn der Jungler zum 11. Mal bot ist, Minute 3, dann kommt das Emote. Also das, finde ich, ist ein Klassiker. Kann man mit leben. Wunderbar. So, Dankeschön. Also, das war es dann jetzt wieder für dieses Opening. War mal wieder herrlich. Mein Geld ist für immer weg. Freuen wir uns drüber. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wie immer beim Stream vorbei. Ich streame jetzt auf jeden Fall deutlich häufiger nochmal, weil ich halt sonst nichts zu tun habe, ne? Also, schaut vorbei, haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.